Wie ist das eigentlich mit der Lade, mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland? Läuft die nicht schon seit zehn Jahren? Aber auf der anderen Seite sinkt auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für Elektromobilität. Denn die Ladeinfrastruktur wird häufig als noch nicht ausreichend empfunden, weil das Stichwort Marktversagen ein Verstoß gegen das, was das Bundeskartellamt jetzt fordert. Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal von Steve und Julian. Ich bin Julian und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Wenn ihr euch sachlich kompetent und vor allem unabhängig zum Thema Elektromobilität und erneuerbare Energien informieren wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Und wenn euch gefällt, was wir tun, dann gerne abonniert diesen Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch... Ähm, das Thema Ladeinfrastruktur in Deutschland kurz ansprechen. Es gibt nämlich dazu zwei neue Studien bzw. zwei neue Veröffentlichungen, die irgendwie ineinander zusammengreifen und ein bisschen die verfahrene Situation in Deutschland aufführen. Einerseits geht es um eine Veröffentlichung der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, also der ehemaligen neuen Plattform Wasserstoffmobilität und auf der anderen Seite eine Veröffentlichung, nämlich den Sachstandsbericht des Kartellamtes zum Thema Ladeinfrastruktur in Deutschland. Und da gibt es ein paar ganz spannende Erkenntnisse und die schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar steigen wir mal ein in die Veröffentlichung der Arbeitsgemeinschaft 2, den Ergebnisbericht Kundenakzeptanz als Schlüssel für den Markthochlauf der... Elektromobilität. Ich habe sie hier schon mal für euch aufgerufen und scroll mal ein bisschen nach unten. Und zwar schauen wir hier einfach mal direkt in die Zusammenfassung rein. Hier habt ihr einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis. Es ist eine 35 Seiten umfassende, ähm, ein 35 Seiten umfassender Bericht. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes wie immer, dass ihr euch noch mal ganz in Ruhe reingucken könnt. Und wir schauen mal in die Zusammenfassung, in die Kurzzusammenfassung. Und da Geht es auch schon los? Die Kurzzusammenfassung gibt folgende Aussagen wieder: nämlich, erstens ähm, wird positiv bewertet, dass der Anteil an Elektrofahrzeugen äh, auf über eine Million angestiegen ist in Deutschland. Ähm, da sind natürlich auch Plug-in-Hybride mit bei, aber das ist immerhin schon mal ein großer Teilerfolg. Interessant ist auch, im Juli 2021 ist der Anteil an ähm, Elektrofahrzeugen bei den Neuzulassungen bei über 20 Prozent gewesen. Das ist natürlich ein großer Erfolg, aber auf der anderen Seite sinkt auch die Akzeptanz. In der Bevölkerung für Elektromobilität. Es sind unter anderem äh, Gruppendiskussionen durchgeführt worden, es sind Experten dazu befragt worden und die Ergebnisse finden wir hier in diesem Ergebnisbericht. Ähm, als positive ähm, Trigger, um sich ein Elektroauto oder ein Plug-in zu kaufen, sind hauptsächlich genannt worden Kaufprämien, Umweltschutz und auch. Fahrspaß. ganz wichtig natürlich auch ein punkt den ihr vielleicht auch nachvollziehen könnt nämlich wenn es von eurem lieblingshersteller endlich das lieblingsmodell als elektro oder plug-in variante gibt wird entsprechend zugegriffen. bei der befragung der experten mh, ergibt sich eigentlich das bild dass auch hier ähm, das thema kaufprämien probefahrten fahrspaß aber auch der besitz einer privaten photovoltaikanlage starke triggerpunkte sind sich ein fahrzeug mit stecker zu kaufen. jetzt in den zeiten in denen die energiepreise so verdammt hoch sind ist sicherlich die kombination aus eigener solaranlage und elektroauto für viele hochinteressant und das zeigt sich auch hier in der entsprechenden expertenbefragung. wir rollen mal ein bisschen weiter. und zwar Entscheidende Gründe, sich dann bei einem Neukauf eines Fahrzeuges gezielt für ein Elektro- oder ein Plug-in-Fahrzeug zu entscheiden, sind ähm, natürlich positive Benutzererfahrungen. Das heißt also etwas, das wir schon lange kennen und ihr sicherlich auch schon sehr lange kennt, nämlich dass es unheimlich wichtig ist, sich in so ein Fahrzeug mal reinzusetzen. Und das Fahrerlebnis am eigenen Leib sozusagen zu spüren, ist nach wie vor unglaublich wichtig. Und von daher ähm, kann man eigentlich alle Händler, die ähm, Elektrofahrzeuge verkaufen, immer wieder nur darin bestärken, ermöglicht umfassende... Fahrten. Leute, die kein Elektroauto haben, aber jemanden kennen, die ein Elektroauto haben und damit zufrieden sind, ist auch ein wichtiger Punkt. Habe ich selber bei mir in der Nachbarschaft auch so erlebt. Und ein dritter ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Thema Ladeinfrastruktur. Und damit kommen wir schon so langsam auf den Pudelskern dieses, dieses Videos. Denn die Ladeinfrastruktur wird häufig als noch nicht ausreichend empfunden, ob das dann tatsächlich so stimmt, also ob der subjektive Eindruck, den man hat, ähm, tatsächlich... Objektiv äh, mit der Realität übereinstimmt, ist eine ganz andere Frage. Aber viele Menschen haben anscheinend immer noch den Eindruck, es gibt ja viel zu wenig Ladeinfrastruktur. Erinnert euch mal an unsere Diskussionen, die wir in einer unserer Live-Sendungen hatten, nämlich wenn man an der Autobahn entlang fährt, wie oft sieht man dort Tankstellen und wie oft sieht man Hinweise auf Ladeinfrastruktur? Selbst wenn sie vorhanden ist, ist sie zum Beispiel auf den Autobahnen viel zu wenig zu sehen. Und auch innerorts ist ähm, das Auffinden von Ladestationen, die es zum Teil ja auch schon viel gibt, sehr schwierig, weil die im Straßenbild fast schon versteckt sind. Also Ladeinfrastruktur und Elektromobilität sind noch irgendwie viel zu versteckt. Daran muss gearbeitet werden. Daher rührt vielleicht auch der subjektive Eindruck, dass man ähm, sein Auto ja nirgendwo laden kann, weil man es schlicht nirgendwo sieht, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Ähm, und hochinteressant für mich ist, dass ein Viertel der Plug-in-Hybrid-Käufer und ein Drittel der... Elektroautokäufer, also Batterie-Elektroautokäufer, bereits über eine Photovoltaikanlage verfügen oder dabei sind, sich eine zuzulegen. Das eine bedingt das andere. Ist also eine PV-Anlage da, dann kommt ganz schnell der Gedanke auf den Strom, könnte ich auch für ein Auto mit Stecker verwenden oder umgekehrt, habe ich so ein Fahrzeug, dann stelle ich vielleicht eines Tages fest beim Blick auf mein Dach, mh, passt da nicht vielleicht eine Solaranlage auf mein Dach? Dann könnte ich ja eventuell günstigen Strom laden. Das passt also optimal zusammen. Und aus meiner Erfahrung sind es noch viel zu wenig Hersteller, die genau diesen Zusammenhang ihren Kunden darstellen. Zum Beispiel im Showroom eines Autohauses habe ich noch nie Solarzellen gesehen. Vielleicht ist das ja mal hier eine Anregung, in diese Richtung mal zu gehen. Die in Anstrengungen, die gesellschaftliche Akzeptanz für Elektromobilität zu steigern, müssen also stark äh, erweitert werden, damit diese negative, dieser negativen, ähm, subjektiven Empfindungen gegenüber der Elektromobilität, ganz schnell wieder abgebaut werden und mehr und mehr Menschen sehen, man, das klappt doch wunderbar mit der Elektromobilität, das funktioniert. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Ausbau der Ladeinfrastrukturen außerorts, ähm, und zwar entlang der Autobahnen, der Schnellstraßen und Autobahnen. Hier muss ganz, ganz viel gemacht werden. So, der Ergebnisbericht der ähm, Arbeitsgemeinschaft 2, der nationalen Plattform Zukunft der Elektromobilität, Zeigt also Dinge auf, die diejenigen, die sich schon länger mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen, eigentlich auch hätten herbeten können. Also ob man jetzt dazu so eine große Befragung macht, weiß ich nicht. Man hätte ja auch einfach die Nutzer mal fragen. Egal. Also jedenfalls ähm, haben wir hier also wieder mal entsprechende Punkte, die wir eigentlich schon lange kennen. So und damit... Haben wir mal wieder das, den Punkt Ladeinfrastruktur als kritischen Punkt beim Hochlauf der Elektromobilität identifiziert? Und genau dazu passend hat das Bundeskartellamt in dieser Woche einen Sachstandsbericht veröffentlicht. Und den schauen wir uns mal jetzt an. Und zwar ähm, in die dazugehörige. Pressemitteilung zunächst mal. Die habe ich euch hier mal aufgerufen. Bundeskartellamt zum Thema Ladesäulen. Bundeskartellamt fordert mehr Wettbewerb beim Ladestrom. Vorläufige Erkenntnisse der Sektoruntersuchung Ladeinfrastruktur. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass das Bundeskartellamt eine dabei ist, eine Untersuchung zu machen. Wie ist das eigentlich mit den Ladepreisen? Wie ist das eigentlich mit der Lade, mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland? Geht da eigentlich alles, zumindest aus Sicht des Kartellamtes, den richtigen Weg? Und die Erkenntnisse sind durchaus interessant. Und deswegen gucken wir da jetzt auch mal rein. Der Präsident des Bundeskartellamtes fasst die Ergebnisse finde ich sehr schön zusammen. Ein funktionierender Wettbewerb bei den Ladesäulen wird eine flächendeckende Versorgung, angemessene Preise und Auswahlmöglichkeiten für Ladekundinnen und Kunden voranbringen. Um das sicherzustellen, müssen wir bereits in der jetzigen Phase des Aufbaus der Infrastruktur, läuft die nicht schon seit zehn Jahren? Hm. Für einen offenen und diskriminierungsfreien Marktzugang sorgen. Mit der Vergabe geeigneter öffentlicher Flächen. Und finanzieller Fördermittel hat der Staat selbst den Schlüssel in der Hand, um den Wettbewerb an Ladesäulen zu fördern. So, diese kurze Zusammenfassung sagt eine ganze Menge und birgt auch eine ganze Menge Sprengkraft. Gucken wir mal ein bisschen rein und behalten wir dabei mal das Stichwort Marktversagen im Hinterkopf. Schauen wir mal ein bisschen genauer rein. Punkt 1. Zugang zu öffentlichen Flächen. Wo wird Ladeinfrastruktur gebaut? Auf der einen Seite haben wir natürlich öffentliche Flächen, zum Beispiel öffentlich zugängliche Parkplätze oder den öffentlichen Straßenraum. Und auf der anderen Seite haben wir halb öffentlich zugängliche Flächen, zum Beispiel bei Einkaufszentren und Discountern, bei Arbeitgebern, in privaten Parkhäusern. Und auf der dritten Seite die privaten Flächen, also zum Beispiel das Laden und Parken bei euch zu Hause. Teilweise steht hier, werden diese Flächen, gemeint sind hier die öffentlich zugänglichen Flächen, überwiegend an ein und denselben Betreiber, zum Beispiel das kommunale Stadtwerk. Und das ist etwas, worauf auch wir schon vor langer, langer Zeit hingewiesen haben, und nicht nur wir, sondern natürlich andere auch, nämlich, dass wir immer stärker beobachten, dass sich Kommunen die Ladeinfrastruktur errichten, ähm, sagen, na gut, ähm, wir nehmen da mal das Stadtwerk, das wir haben, wir nehmen mal den Netzbetreiber, den wir haben, der wird das für uns schon machen. Und schwupps, 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 so wie zum Beispiel auch hier in meiner Gemeinde, hat man plötzlich sieben, acht Ladestationen, alle aus einer Hand. an jeder zahle ich den gleichen Preis. Hm, komisch. Ähm, und das wird von der, vom Kartellamt kritisiert. Hier muss eine Veränderung stattfinden. Nehmen wir mal das Beispiel Berlin, da haben wir auch das große, große Problem. Steve hat ja auch in seinen Videos intensiv darüber berichtet, dass in Berlin hauptsächlich ähm, die ähm, Errichtung der Ladeinfrastruktur in den letzten Jahren an einen Anbieter gekoppelt war und anderen Anbietern richtig gehend Steine in den Weg geworfen wurden. Das ist also im Prinzip. Ein Verstoß gegen das, was das Bundeskartellamt jetzt fordert. Die Stadt Berlin wäre also gut beraten, endlich Wettbewerb auf ihren eigenen öffentlich zugänglichen Flächen zuzulassen und das Berliner Modell, das man sich ja mal ausgedacht hat, mal ein bisschen ad acta zu legen und ein bisschen mehr aus Sicht der Kunden und des Marktes zu denken. Denn letztlich entscheidet nicht sich an einem Schreibtisch, was die beste Ladeinfrastruktur ist, sondern der Markt soll das entscheiden. So funktioniert nun mal unsere Marktwirtschaft. Vergabe von Fördermitteln. Das Bundeskartellamt begrüßt, dass der Bund Fördermittel gibt, damit Ladeinfrastruktur aufgebaut wird, um das Ziel der Erreichung einer Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen und damit die Erreichung der Klimaziele erreicht wird. Das ist das für das Kartellamt total in Ordnung. Ähm, das Bundeskartellamt begrüßt auch die Fördermittel, die für das Deutschlandnet aus, Deutschlandnetz ausgegeben werden sollen. Allerdings ähm, kritisiert das Bundeskartell ein bisschen die Art und Weise, wie die Ausschreibung und wie das ganze System laufen soll. Die Festlegung von Preisobergrenzen für Ladepreise ähm, im Deutschlandnet, 44 Cent, was sich ja erstmal richtig gut anhört, wird allerdings kritisiert. Denn das Kartellamt sagt, das ist nicht zielführend, um, das steht jetzt nicht direkt drin, aber darum geht es ja, den notwendigen Wettbewerb zu fördern. Denn Preisobergrenzen, die zum Beispiel im Deutschlandnetz festgelegt werden, behindern und ähm, ja, untergraben eigentlich die existierende oder die bereits geplante private Ladeinfrastruktur, also Ladeinfrastruktur, die bisher schon aufgebaut wurde oder die von den Betreibern bereits geplant wurde. Auch darüber haben wir bereits berichtet. Hier rappelt es ganz schön im Karton und ich bin mir sicher, dass es hier nochmal Veränderungen geben muss. Weil sonst das Bundeskartellamt einfach sagt: Nee, so geht das nicht mit den festgelegten Preisen kann man zum Teil nachvollziehen, zum Teil allerdings schwierig nachzuvollziehen. Also die Grundidee kann man nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch für uns schwierig zu beurteilen, weil wir ja zum Beispiel auch noch nie Einblick in die Kalkulation von Ladeinfrastruktur hatten. Stichwort einfach mal so 79 Cent bei Ionity ist das eigentlich gerechtfertigt oder nicht? Wie ist die Kalkulation? Wir wissen es nicht. Wir empfinden es alle nur als wahnsinnig teuer. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, man kann da auch günstiger laden. So Zugangsbedingungen zu laden und regionale Strukturen. Und das ist natürlich sozusagen. Ähm ja, wenn man so will, das Heimspiel des Bundeskartellamts, nämlich einfach mal zu gucken, wer ist eigentlich hier beteiligt, wo entstehen eigentlich welche Strukturen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur und ist eigentlich der Zugang zur Ladeinfrastruktur so, dass er diskriminierungsfrei und für alle entsprechend problemlos möglich ist. Ich habe hier mal einen Satz markiert, ihr seht das hier neben der Fusionskontrolle, damit ist gemeint, dass sich nicht das kontrolliert wird, dass sich nicht große Anbieter zu noch größeren Anbietern zusammenschließen oder dass mehrere große Anbieter gemeinsam als sogenanntes Olipol, Oligopol ähm, sozusagen gemeinsam eine marktbeherrschende Stellung erlangen, dass also, obwohl wir mehrere Anbieter, große Anbieter haben, eigentlich gar kein Wettbewerb stattfindet, weil die sich sowieso untereinander absprechen. So, also neben der Fusionskontrolle stehen insbesondere die Instrumente für das Bundeskartellamt, der Missbrauchsaufsicht zur Verfügung. Das heißt, das Bundeskartellamt hat Macht und wird in Zukunft sehr genau darauf achten, dass sich in abgegrenzten regionalen Strukturen, zum Beispiel innerhalb einer Großstadt oder innerhalb eines Landkreises oder entlang von Autobahnen oder was für anderen geografischen Strukturen man sich da regionalen Strukturen sich da vorstellen kann, keine, ähm, ja Strukturen bilden, die sozusagen den Markt beherrschen. Das ist anscheinend bisher noch nicht passiert und da wird das Bundeskartellamt ein bisschen genauer hingucken. Entwicklung der Ladestrompreise. Wir alle ärgern uns natürlich wahnsinnig über die immer weiter ansteigenden Ladepreise an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Ähm, das Bundeskartellamt war aufgefordert, dazu zu recherchieren und hat festgestellt, m -m, nee, können wir eigentlich nicht sehen, dass die Ladestrompreise in Deutschland systematisch und flächendeckend überhöht sind. Das Bundeskartellamt fordert mit zunehmendem Aufbau bzw. prognostiziert. Fordern können sie ja, glaube ich, gar nicht so genau, sondern eigentlich nur einschreiten. Egal. Das Bundeskartellamt ähm, hat aber, wie soll man das sagen, ähm, positive Aussicht für uns, dass mit zunehmendem Ausbau der Ladeinfrastruktur der Wettbewerb stärkt, sich der Wettbewerb stärkt und damit auch die Preise sinken. Jetzt mal völlig unabhängig von der augenblicklichen Entwicklung an den Energiemärkten kann ich das nur so unterstreichen, ähm, nämlich wir brauchen mehr Wettbewerb. Und zwar, wir brauchen unterschiedlichsten Wettbewerb. Und hier sei nur noch einfach auch mal an unsere Videos und an das Thema zum Beispiel Generatorladestation, Stichwort ME Energy genannt. Ein völlig anderes System an Ladeinfrastruktur, netzunabhängig. Und wir sollten alle, die da ihre Bauchschmerzen mit haben, nochmal darüber nachdenken, ob es nicht eigentlich sinnvoll wäre, wenn auch also unterschiedlichste Lösungen, an den Markt kommen und damit einfach mehr Wettbewerb entsteht und damit für uns Verbraucher eine etwas komfortablere Situation, weil wir mehr Auswahl haben. Nutzerfreundlichkeit von Ladesäulen und fehlender Transparenz an Ladeinfrastruktur. Fand ich auch sehr interessant. Und zwar der Punkt, es ist ja immer wieder mal die Forderung aufgekommen, dass es so eine Art Markttransparenzstelle gibt wo man die Preise für Ladestrom einsehen kann und das Bundeskartellamt hat hier gesagt, wir wissen gar nicht so genau, ob wir diese Idee eigentlich so gut finden, denn wenn die Preise überall transparent sind und wenn wir auch noch so eine Quasi Monopole haben, dann können sich die Anbieter ja untereinander absprechen ohne sich absprechen zu müssen, weil sie brauchen ja nur in diese Markttransparenzstelle reinzugucken und sehen dann, was nimmt denn eigentlich der Anbieter 20 Kilometer weiter, dann passen wir mal unsere Preise an. Das heißt also, was auf der einen Seite ein ganz ähm, probates Mittel sein kann, damit wir als Verbraucher uns informieren können, was kostet der Ladestrom wo, könnte so das Bundeskartellamt auch ausgenutzt werden, damit sich so eine Art Monopole oder Oligopole bilden. Ähm, und der Nachweis, dass die sich abgesprochen haben, hinterher sehr schwierig werden, weil die brauchen sich ja nicht mal irgendwie in irgendeiner dunklen Ecke in der Kneipe zu treffen und ihre Ladepreise abzusprechen, sondern die können ja eigentlich auch nur, brauchen ja nur in diese Transparenzstelle reinzugucken und sehen, aha, Anbieter A hat die Preise erhöht. Dann machen wir das auch mal. Und das ist das, was das Bundeskartellamt hier kritisiert, beziehungsweise nicht kritisiert, sondern sagt, wir sind da skeptisch, ob eine solche Markttransparenzstelle tatsächlich den Wettbewerb fördert oder ob es nicht sinnvoll wäre, darauf in dem Fall zu verzichten. Denn, das soll man vielleicht noch dazu sagen, an verschiedenen Stellen sagt das Bundeskartellamt, dass schlicht und ergreifend die, die Ladeinfrastruktur in Deutschland, das was dort aufgebaut wird, AC hier, AC dort, DC hier dort, DC dort, Einzelladestationen, Mehrfachladestationen, Un An-out und so weiter und so fort, dass man das nicht unbedingt zwingend mit der Tankstelleninfrastruktur Vergleichen kann. Denn ähm, getankt werden wird, getankt wird überall gleich. Das dauert drei Minuten und man ist vom Hof. Laden ist aber was anderes. Ne? Das wisst ihr. Man lädt schnell, man lädt langsam, man lädt länger, man lädt kürzer. Man hat unterschiedliche Lade, ähm, ja, wie soll man sagen, Ladeprofile, die sind viel unterschiedlicher, als es beim Tanken der Fall ist. Und deswegen sagt das Bundeskartellamt, wir können diese Märkte nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Und deswegen die Einstellung hier, Markttransparenz bei ähm, Kraftstoffen ist okay, aber Markttransparenzstelle einzurichten bei Ladestrom ist ein bisschen eine andere Geschichte. Also ich finde das ganz interessant. So, jetzt haben wir uns hier schon sehr lange mit dieser Pressemitteilung äh, auseinandergesetzt und wir machen jetzt nichts, wir gucken nichts weiter, als dass wir nochmal kurz in diesen Sachstandsbericht reinschauen. Ich verspreche es euch jetzt wirklich kurz zu machen. Und zwar habe ich den Sachstandsbericht hier einfach mal ähm, aufgerufen. Der ist vom Oktober 2021, ähm, erst vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Und ich gucke mit euch auch hier. Wir haben es natürlich verlinkt. Das ist klar. Ihr findet alle Links auch zur Pressemitteilung in den Show Notes zu dieser Sendung. Guckt also einfach mal rein. Hier mal einen Blick auf dieses Inhaltsverzeichnis. Es ist sehr umfangreich. Das sind 56 Seiten. Und ähm, es lohnt sich wirklich, an einigen Stellen mal reinzugucken. Vor allem an solchen Punkten wie vorläufige Schlussfolgerungen. Ähm, ähm, das findet ihr mehrfach in diesem Bericht drin. Guckt mal rein, da sind die Sachen noch ein bisschen ausführlicher dargestellt. Wir gucken jetzt auch hier einfach mal in die Zusammenfassung und der Punkt 1 ist eigentlich schon mal ganz wichtig. Ein, Funktions ein funktionsfähiger Wettbewerb bietet nach Ansicht des Bundeskartellamts die beste Gewähr für eine verbraucherfreundliche und preisweite Versorgung der Nutzer von Elektrofahrzeugen. Mit Ladestrom über eine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. Ja, also das ist die Kernaussage, es braucht mehr Wettbewerb. Ähm, wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt, stellt man fest, dass das Bundeskartellamt drei unterschiedliche Märkte identifiziert hat, nämlich auf der einen Seite das Angebot an geeigneten Flächen, den Betrieb der Ladeinfrastruktur, und der Vertrieb von Ladestrom. Das sind sozusagen die drei Märkte, um die es geht. Und da merkt ihr schon, ah, das ist ein bisschen anders als bei der beim Betrieb einer Tankstelle. Ähm, der Aufbau der, ähm, der Zapfsäulen gehört nicht unbedingt ähm, zur Wertschöpfungskette dazu. Da hat man eine ganz andere Struktur. Das nochmal als kurze Erklärung. Ganz wichtig ist das Angebot an geeigneten öffentlich zugänglichen Flächen. Hier hat man also festgestellt, dass, es, ähm, dass man hier nochmal genau hingucken muss. Das Bundeskartellamt formuliert es so ein. Bisschen in räumlicher Hinsicht scheint in jedem Fall aber eine regionale Betrachtung der Marktsituation sachgerecht zu sein. Das ist im Prinzip ähm, wohlwollend ausgedrückt nach dem Motto: Wir gucken jetzt mal in Zukunft genau hin, was sich für regionale Strukturen bilden. Ähm, hier wird dann noch mal in Punkt 5 erklärt, warum man Laden, Ladeinfrastruktur nicht mit Tanken vergleichen kann. Da geht es um Standorte, Leistungen, Zeiten, die man braucht und so weiter und so fort. Ähm, und dann steht es auch hier aufgrund der Besonderheiten des Ladens gegenüber klassischen Tankvorstellen ist eine unveränderte Anwendung für die Kraftstoff, also eine unveränderte Übertragung der Betrachtungsweise, wie man sie von den Kraftstoffmärkten her kennt, auf das Thema Ladeinfrastruktur überhaupt gar nicht möglich. Ja, dann wird gesagt, finanzielle Förderung ist durchaus in Ordnung, aber man muss eben auf die Flächenabdeckung achten und ganz wichtig ist, dass mit Hilfe der Fördermittel auch sichergestellt bleibt, dass der Zugang zur Ladeinfrastruktur diskriminierungsfrei Weiterhin erfolgen kann. Dann kommt hier ein größerer Abschnitt. Ähm, da geht es um das Deutschlandnetz, nämlich um den Zuschnitt der Lose. Wir versuchen da auch nochmal eine Stellungnahme ähm, von der entsprechenden Stelle äh, zu bekommen, ähm, der Nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur, was die dazu sagen. Also hier hat das Bundeskartellamt noch so ein bisschen Bauchschmerzen mit der ganzen Geschichte. Und. Ähm, ja, das Bundeskartellamt übt auch ein bisschen Kritik an der Art und Weise, wie dieses Deutschlandnetz aufgebaut werden soll, nämlich ob der Bund hier tatsächlich als Auftraggeber eine weitreichende Übernahme der Betriebs- und als Auslastungsrisiko übernimmt. Also hier hat das Bundeskartellamt eine Schieflage erkannt und deswegen bin ich mir sicher, dass da auch nochmal ein bisschen nachgeschärft und nachgearbeitet werden muss. Ja, ähm, hauptsächlich fördert das Bundeskartellamt eine möglichst normierte Ausschreibungspflicht für Ladeinfrastruktur. Also das Vergeben ähm, muss ein bisschen komplexer werden. Leider wird das vielleicht auch wieder ein bisschen dazu führen, dass die Sache länger dauert. Aber auf der anderen Seite ist es halt wichtig, dass solche Dinge so gemacht werden, damit wir hinterher eben nicht diese Monopolbildungen haben. Und äh, dann hier steht eigentlich nochmal, gleiches gilt für die Überprüfung potenziell missbräuchlich überhöhter Angebotspreise marktbeherrschender äh, CPOs, also Charge Point Operators, da geht es um die Ad-Hoc-Ladepreise, die ja von denen festgelegt werden oder auch die Ladepreise der Mobility Service Provider und überhöhte äh, Fälle sind in Einzelfällen nicht auszuschließen, aber die Sektoruntersuchung hat bisher keine belastbaren Hinweise darauf ergeben, dass die Ladestrompreise in Deutschland systematisch missbräuchlich überhöht sind. Aha. Okay, also das hat das Bundeskartellamt festgestellt und zuletzt Punkt Nummer 12, das ist das Letzte für dieses Video. Insgesamt zeigen die bisherigen Ermittlungen des Bundeskartellamtes, dass ein wesentliches potenzielles strukturelles Wettbewerbshindernis in der Entstehung marktfähiger oder marktbeherrschender Stellungen einzelner CPOs in relevanten lokalen, regionalen Märkten besteht. Also das heißt, das Bundeskartellamt hat festgestellt, es gibt bereits monopolartige Strukturen in Deutschland beim Aufbau der Ladeinfrastruktur, die letztlich... Den, den Wettbewerb verhindern, behindern und damit komme ich wieder zurück ähm, zum Anfang dieses Videos, nämlich das Thema ähm, Marktversagen. Ähm, und ich glaube, das Bundeskartellamt hat hier das alles ein bisschen sehr freundlich formuliert, aber was sie im Prinzip meinen, ist, wir stehen vor einem katastrophalen Marktversagen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur. Zu langsam, zu wenig, falsche Ladeinfrastruktur und dann haben wir es auch noch mit ähm, der Bildung von Monopolen zu tun. Das alles hätte nicht sein dürfen. Natürlich können wir mit unseren Elektrofahrzeugen ähm, in Deutschland elektrisch mobil sein. Es gibt kaum noch eine Ecke in Deutschland, wo man nicht irgendwo eine, Lade, eine Ladestation findet. Vielleicht ist es nicht immer die, die man gerade braucht, aber sie sind auf jeden Fall da. Wir haben eine, eine großen Ausrollung von äh, Wallboxen. Das war jetzt eine komische Formulierung: Ausrollung. Also wir haben eine Riesenmenge an Wallboxen, die ähm, über das Förderprogramm der KfW inzwischen in den Markt gekommen sind und sicherlich auch noch weiter kommen werden. Das alles ist positiv. Wir haben Bewegung bei den Discountern, wir haben Bewegung bei Einkaufszentren und 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 und. Aber letztlich, wenn es um den Bereich der öffentlichen Ladeinfrastruktur geht, da wird das Bundeskartellamt inzwischen ein bisschen noch genauer hingucken und das ist eigentlich schade, dass sich das so entwickelt hat, denn das hätte man tatsächlich alles auch schon vorher wissen können und eigentlich auch vorher hätte wissen. Müssen. So, ich will nicht schwarz malen, darum geht es nicht. Ich, wir wollten euch eigentlich nur hier einen Einblick geben und äh, das Ganze sagt mir aber auch, dass das Thema Elektro, Lade, das Elektromobilität und Ladeinfrastruktur wirklich inzwischen an den allerhöchsten Stellen angekommen ist. Wir reden hier nicht mehr von irgendeiner Nischengeschichte. Wir reden hier nicht mehr davon, ja, na, hm, mal gucken, ob das was wird und vielleicht kommt ja doch noch der Wasserstoff und was weiß ich was alles, sondern es ist eigentlich klar, es geht in Richtung E-Mobilität, batterieelektrischer E-Mobilität und ähm, es ist an allen Stellen angekommen und jetzt geht es wirklich darum so kurz bevor der große knall kommt die sache nicht abzuwürgen weil ähm, einfach das, äh, sich zu viele monopole bilden und wir als verbraucher nicht mehr die auswahl haben oder gar nicht erst die auswahl bekommen die wir eigentlich brauchen und sich damit preise einstellen die wir eig uns eigentlich alle so wünschen. So. Puh, etwas über 25 Minuten hat es wieder mal gedauert, euch das darzustellen. Ich hoffe trotzdem, es war für euch einiges Interessantes dabei. Ähm, wenn ihr das so seht, dann hinterlasst uns doch gerne einen Daumen nach oben als Support für unsere Arbeit. Wenn ihr der Meinung seid, was wir machen ist blöd, dann gebt uns wie immer gerne auch den Daumen nach unten, das ist klar. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, gerne abonniert unseren Kanal, wenn ihr weiter informiert werden soll. Wie immer, wenn es von uns für euch was Neues gibt. In dem Sinne sage ich danke fürs Zugucken und ciao bis zum nächsten Mal.